In den biblischen Texten werden viele Formen von Gottesdiensten beschrieben und manche auch vorgeschrieben. Im Alten Testament finden sich Regelungen, in der hebräischen Bibel finden sich Regelungen für den Gottesdienst im Tempel, die heute weder im Judentum noch im Christentum befolgt werden, weil es keinen Tempel in Jerusalem mehr gibt. Jesus von Nazareth hat, wie die frühen Christen, die Synagogen besucht und ist in Synagogengottesdiensten Besucher gewesen und hat in Synagogengottesdiensten mitgewirkt. Und man erkennt im Neuen Testament das langsame Entstehen der frühen christlichen Gottesdienste, in deren Mittelpunkt, wie heute, das Abendmahl, die Eucharistie, steht. Vorgeschrieben ist nichts und eine große Freiheit ist im Neuen Testament zu beobachten zur Frage, wie man Gottesdienst feiern soll. Auf der anderen Seite aber gibt es auch Traditionen. Zum Beispiel die Tradition, dass in jedem der Gottesdienste, die die Bibel schildert, und in allen Gottesdiensten, die Christenmenschen seither feiern, biblische Texte eine ganz zentrale Rolle spielen. Und so besteht jeder Gottesdienst darin, das rechte Gleichgewicht zu finden zwischen der Beachtung der Tradition und der notwendigen evangelischen, das meint evangeliumsgemäßen, Freiheit.